Hallo? Ich brauche noch einen kleinen Moment. Jo, hallo. Ihr könnt mich auch leiser machen, stellen bei Escape-Optionen. Ja, ja, bin dabei. Team auf den Darm. Mark Thompson, was? Mark Thomas und Gucken, alles klar. Michael Jackson, oder? David? Michael Jackson. Michael Jackson. Alles klar? Ja. Nee, wir haben eben eine WG, da gibt es mal ein Stück besser. Ja, okay. Ja, yeah, nimmt einer hier den. Jo. Was? Das Schlüsselloch mitnehmen? Ja, hab ich auch verstanden. Den Schlüssel noch? Also doch das Schlüsselloch. Oh, jetzt ist Tag der offenen Tür. Was spielst du denn sonst noch so an Spielen? Ja, das Spiel, was wo der Bot immer ständig von schreibt, das ist Minion Masters, das ist kostenlos. Und da wollte ich gerne noch mit der Dextro Community irgendwann mal auch noch ein Turnier planen. Aber das Spiel verrate ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall auch ein kostenloses Spiel, was sich jeder dann hinterher runterladen kann. Ja, ich spiele eigentlich so querbeet. Ich wollte jetzt auch mal wieder. Ich wollte jetzt auch mal wieder Gothic anfangen. Und Retro. Retro Games wollte ich auch mal wieder zocken. Also hier Game Boy, Super Nintendo, ja. Amiga 500. Also so Retro Sachen. Hey Mark. Hab deine schon. Der passt, der ist hier drin. Wo ist der? Oben und dann. Bist du da? Nein, ich bin hier. Wie alt bist du? Ich bin schon viel zu alt für dich. Wo bist du? Ich bin hier. Nein, bist du nicht. Wo bist du? Hier. Okay, der wird nicht auf Box. Ich hab den Namen vergessen. Vorname war Mark Matlock. Also ich spiele alles mögliche. Ihr könnt mich auch gerne bei Steam adden, ist kein Problem. Steam, der gleiche Name wie hier beim Twitch. Wir haben keine UV-Lichter, ja? Nein, ich stopp nicht. Okay. Wir haben EMF 5. EMF 3? Hier, schau mal. Wenn die 4 Schritte nach oben springt, also von 0 auf 4, von 0 auf 4 oder von 2 auf 6, dann ist es EMF 5. Was? Wenn die nach 4 Schritte in einem Zug nach oben springt, ja, dann ist es EMF 5. Oh, ist das jetzt auch so einer, der uns jetzt trollen will? Ja, ich habe das auch vor 2 Tagen erst mitbekommen. Aber es müssen genau 4 Schritte sein. Ihr habt auch was vorgestellt. So, ich schlafe. Wer bist du jetzt eigentlich? Hä? Ich bin das. Ich hab schon wieder das UV nicht. Ja, danke für dein Abo bei YouTube. Mein YouTube-Kanal ist immer wenig los. Aber kannst du gerne mal zwischendurch reinschauen, wenn ich mal was hochlade. Und wie gesagt, bei Steam könnt ihr mich auch gerne adden. Und ja. Könnt auch gerne mal was zusammenspielen, ist auch kein Problem. Among Us habe ich auch noch. Among Us zocke ich auch ab und zu. Im Moment sehr selten, aber
Ist auch ein ganz nettes Game, finde ich. Heute das Radio angemacht. Ja, wo denn? Man hat zumindest ein Schnittlicht. Die UV-Taschenlampe musst du kaufen. Eigentlich hast du immer dabei. Enomine. Da, Enomine. Ja, das ist richtig. Ich hab's nicht genommen. Hä? Habt ihr wieder einen Bug gefunden oder was? Ach, ich nehme jetzt schnell die Sachen wieder da raus, aus dem Raum. Ja, anscheinend ist das UV-Licht nicht da. Was aber nicht. Also, das kann nicht sein, weil ich behaupte, dass es immer ein UV-Licht gibt. Automatisch. Mach mal das Licht in deinem Zimmer bitte aus. Ja, mach ich sofort, warte. Oh, Licht ist aus. Ich bin da eher der Ark- oder Minecraft-Spieler, aber nur wegen meiner Tochter. Okay, ja, bei Minecraft soll es ja wohl auch ganz geile Mods geben, habe ich mal gehört. Mit Pokémons und so und sowas. Das Spiel habe ich auch, Minecraft. Aber irgendwie nicht nach Orbs aus. Und die Temperaturen sind es auch nicht. Also denke ich mal stark, dass es Fingerabdrücke sind, dann ist es ein Revenant. Aber nie aktiv gespielt, Minecraft, genau. So, jetzt habe ich wieder meinen schönen Soundbug, den ich, wie gesagt, nicht behoben bekomme. So, Eigenschaften von Headset. So, jetzt mache ich wieder Disable All Enhancements. Klicke auf Übernehmen, dann ist der Bug wieder weg. Die Fingerabdrücke werden Revenant. Und die Box wäre oben. Wir haben auf jeden Fall Geisterbuch. Kannst du nochmal der Geisterbox sprechen? Hier oben ist keine. Das heißt... Doch, da habe ich ja hingeworfen. Nein, hier ist keine. Habt ihr die unten gelassen? Aha, Mann. Ja, guckt ja, könnt ja selber gucken, da ist keine. Ich hab sie mit hochgenommen und ich hab sie da reingeschmissen. Falls der halt noch antworten sollte. Ja. Ja, guckt mal. Ja, schön, dass wenn es ein Revenant ist, ich da reingehe, oder? Ja. Jetzt suche die nein, Sachen. Ja, ich bin drin. Jetzt habe ich die Sachen wieder in den anderen Raum. Jetzt suchen die wieder die Sachen. Ah, oh, ist das cool. Ja, spielst du denn da Minecraft Original oder wie ist das? Also jetzt ohne Mods und so? Also Ark spiele ich gar nicht, weil mein Rechner da, ja, der ist halt nicht mehr der jüngste und ich habe 100 Jahre Ladezeit beim Spiel und das läuft alles nicht so gut. Ich brauche unbedingt mal einen neuen Rechner. Habt ihr gefunden? Geisterbox lag. Ja, Geisterbox lag aber im. Auf der Toilette. Hä?
Ja, wie soll das denn gehen? Hast du vielleicht den Raum dich vertan? Ich nenne Was? Ist mein Thermometer doch ja auch da. Also. Warte, Buddy, bist du nicht im Bass? Total. Ja, dann danke, dass du da warst. Kasimir? Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schön, dass du da warst und gute Nacht und schlaf gut. Und ja, gut, also ich werde dafür wieder tun, Revenant rein, weil wir haben die Box nicht und wir haben keine Orbs. Also ich bin ein Mod. Und ich habe keinen Bock, nochmal reinzugehen, wenn der anfängt zu hunten, weil ich habe Schiss von Revenant. Klar, kann ich auch normal. Ah, okay. Ja, viel Spaß dabei. Ich denke mal, mit Mods macht das bestimmt richtig Spaß. Also mit Mods macht das bestimmt, da gibt's ja richtig coole Mods. Wo ist denn das Knicklicht? Wir müssten ein Knicklicht haben, damit können wir gucken, ob's Thema drüber werden. Wo ist denn das? Das muss jemand genommen haben. Also ich hab nur, da wenn ich durchseppe, ich hab nur Taschenlampe. Ja, ich hab Taschenlampe. Safe, dass wir ein Knicklicht haben. Taschenlampe und wo ist denn eigentlich? Jetzt hat der wohl aber. Ich glaube, jemand Sachen und benutzt sie nicht. Man kann ja nichts klauen, man kann ja nichts wegstecken. Du kannst zum Beispiel einen Bart schmeißen, so wie die Geisterbox, die eigentlich nichts zu suchen hatte. Ich denke mal, du hast dich da vertan mit dem Raum oder so. Ich war doch gar nicht im Bart hinten, ich hab's doch weiter am Anfang. Ich hab da meine Box und meinen scheiß Thermometer hingeschmissen. Ja, irgendwo muss ja dann irgendwo was sein. Hier leben auch nur drei Leute anstatt vier. Nein. Was? Also die Landversion wäre jetzt fertig. Meinst du, der stürzte, der ist es oder nicht? Vielleicht. Also hier liegt der Kamera und der Schrank. Jo, der hat schon wieder was bewegt. Ach, hast du was gefunden? Ja, hier im Schrank. Ja, der hat schon wieder was rumgeschmissen. Ja, da lagen Sachen im Schrank. Ja, hier drin. Fingerabdrücke. Hey, das ist keine Kamera. Woher wollt ihr das Fingerabdrücke? Ja, hier. Fuck, da war ich gerade. Weg. Eieieiei. Scheiße, ist zu. Die Tür ist zu. Eieieiei. Eieieiei. Das ist auch ein geiler Troll. Die Sachen einfach immer in andere Räume. Oh nein. Oh. Haha, oh Mann. Revenant, ja? Ich hab mir der eine ist fast verreckt. Ich weiß nicht, was er euch das war. Alle nicht mehr Kamera, dann kriegt man nämlich noch Geld. Wir haben gar keine Kamera. Oh Mann, ey. Ja, gut, wir haben alles. Kommt den Truck? Oh, Quart, tschüss. Oh, voll assi. Oh Mann. Jetzt hast du das Beste verpasst. Ich hab's in der Kamera gesehen. Ja. Fingerabdrücke. Und der hat sich dann in dem Raum hinten drin versteckt und wir haben ihn trotzdem bekommen. Jetzt war ich den dritten Beweis nicht. Nein, er hat angefangen zu twerken. Und auf einmal fängt er. War's Benji, ja? Ja, ich hab eingetragen. Ah, guck mal, wir haben Salz alles noch hingekriegt. Habt ihr alles? Ich hab auch eingetragen. Also Revenant, ne? Oh! Okay. Alles klar. Ah, oh Mann. Das war lustig. Wo
90? Ihr habt mich einfach sterben lassen. Ja, es tut mir leid. Wollten dich nicht der Kopf nicht ab. Ja, ja. Oh. Muss doch das Kriegsschatz davon machen. Ist schon weg. Oh. Ich glaube, Patty hatte keine Lust mehr. So, ich werde jetzt auch mal hier das Spiel beenden. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Ja. So, gute Nacht, Wolf. Vielen Dank an euch. Ja, danke auch. Jo. Tschüss. GG, easy. Tschüss. So, Freunde der aufgehenden Sonne. Schön, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr werdet beim nächsten Mal nochmal dabei sein, hier beim Zocken. Und könnt ihr gerne mal, wie gesagt, auch mal mitspielen. Aber ja, Tiny spielt ja, glaube ich, nur Ark und Minecraft. Aber vielleicht kann ich ja da auch mal mit reinschauen bei Minecraft oder so. Kannst du ja auch nochmal installieren. Ja. Ja, Eigenliebe, was sagst du zu der Runde? Das war auch wieder lustig, oder? Ja, war ziemlich. Das ist lustig und dass es echt funktioniert, dass ich hier die Sachen verstecke. Ja, ich hab die Sachen aufs Klo getan und du hast ja dann auch irgendwie nochmal die Sachen in diesem Schrank da versteckt. Ja, das war so geil. Die vier Kameras hat keiner entdeckt, die ich einfach ins Gras geschmissen habe. Ja, das war so gut. Ja, war schon bei dem ersten ziemlich gut, als ich da einfach versteckt habe. Und ich sage zu dir, ja, komm mit. Und du sagst, hä, warum? Und er guckt, da habe ich alles rein. Oh, ne. Ah, oh, war sehr gut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber jetzt bin ich auch langsam. Ja, die Zuschauer sollen dir ruhig mal schreiben, was man sonst noch machen kann. Wir machen auch gerne Rollenspiel oder sonst irgendwas. Rollenspiel, wie es sich anhört. Ja. Sechs wären fast mal Phobia. Mit Möbelstücken. Ja, hatten wir ja schon. Ja, Tiny Man hatte geschrieben, der spielt leider nur also Ark und Minecraft. Sonst spielt er leider nichts anderes. Aber er hat ja gerade geschrieben, leider momentan. Vielleicht hat er doch mal Bock, bei irgendwas anderes mal mitzuspielen. Ja, gewiss. Aber ich bessere mich, schreibt er gerade. Ja, wie gesagt, Among Us hätte ich auch mal wieder Bock. Oh ja. Wenn wir da mal genug Leute zusammenbekommen, dann gerne auch mal wieder Among Us. Ja, aber da brauchen wir schon die bestimmten Leute, die Besten. Die Bestesten, ja. Everer. Ja, gut. Ich wünsche allen Zuschauern eine gute Nacht und schlaft alle gut. Und schön, dass ihr da wart. Und würde sagen, bis nächstes Mal. Und nicht vergessen, auf tjplayer.de könnt ihr auch gerne euch ein Spiel wünschen. Wenn ihr freitags irgendwas sehen möchtet, ab 10 Votings, wenn ein Spiel mehr als 10 Stimmen bekommen hat, am Anfang jeden neuen Monats, ja, nehme ich das Spiel und werde das dann freitags zocken. Immer, ja, Uhrzeit aber ohne mich, aber ohne mich. Ja, der arme Eigenliebe hat er ja, was hat er wobei da jetzt Zeit? Durch Corona habe ich ja ab 8 Uhr Zeit. Tiny Man schreibt, klar, würde ich gerne mitspielen, aber dann wäre ich ein Noob. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Du siehst ja, wir trollen ja sowieso gerne rum. Ich meine, dann spielen wir wahrscheinlich dann mal ein bisschen ernster, aber... Ja, ich spiele immer ernst, hallo? Ja, du spielst immer ernst, ja, ich auch. Als ob ich gerade nicht ernsthaft die Sachen versteckt habe, oder? Ja, ja, und ich auch, also... Ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Also, Anfänger sind auch immer gerne willkommen. Ja, das spielen wir auch anders. Das gibt auch ein Video, glaube ich, mit dem Anfänger. Ja, Level 1. Kann sein, dass ich das noch habe, ja, das Video vielleicht auf Twitch noch. Da sind wir eindeutig netter. Ja, da sind wir eindeutig netter. Und natürlich bei Zuschauern sowieso. Wir wollen ja keine Zuschauer verkäsen. Wir tun ja nur andere Leute verkäsen. Wollen's. Ja, außer sie wollen es. Genau. Ja, dann, wie gesagt, schönes Wochenende, frohes neues Jahr und schöne Ostern. Macht es gut und bis denn, Antenne. Tschüss. Adieu.